Im April 2013 reist ein Team aus England und der Schweiz in den Südsudan. Das Reiseziel ist die Mädchenschule von Under Tree Schools in Malekalel, Northern Bar El Ghazal. Josef und Karin Ayak-Löwenberg sind die Gründer von Under Tree Schools. Seit dem Jahr 2000, während der Zeit der politischen Unstabilität, fand der Schulunterricht unter Bäumen statt. Deshalb der Name Schulen unter Bäumen, in Englisch Under Tree Schools. Im April 2009 wurden die ersten Schulgebäude eingeweiht. Das Kirchengebäude wird eingeweiht und erhält den Namen St. Peter's Chapel. Die Kapelle dient der Gemeinde als Kirche und der Schule als Aula. Seit Juli 2011 ist der Südsudan die jüngste Nation der Staatengemeinschaft. Natürlich sind wir gespannt, was sich im Lande seit unserer letzten Reise alles verändert hat. Jetzt laden wir Sie herzlich ein, mit uns auf die Reise nach Malek zu kommen. Mit einem Tag Verspätung kommen wir am 23. April in Avil an. Ein Geländefahrzeug bringt uns in 40 Minuten nach Malekalel, dem Ziel unserer Reise. Wir werden von einer großen Menschenschar mit viel Begeisterung, Gesang und Trommelbegleitung empfangen. Über 600 Leute, Schülerinnen und Lehrer, Leute aus dem Dorf und der Umgebung, Pastoren und Mothers Union-Mitglieder säumen unseren Weg. Mit diesen überwältigenden Eindrücken werden wir über das Schulgelände direkt in die Kirche geleitet, wo die Willkommensfeier ihre Fortsetzung findet. Schülerinnen im Alter zwischen 7 und 14 Jahren besuchen die Schule. Den Kindergarten besuchen 26 Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren. Während unseres Besuches werden die Trimesterabschlussprüfungen durchgeführt. Ein Trimester besteht aus 3 Monaten Unterricht, gefolgt von einem Monat Ferien. Unterrichtet wird in Englisch. Nur kleine Kinder werden in Dinka gelehrt. Schulfächer sind Englisch, Mathematik, Religion, Geographie, Geschichte, Biologie, Chemie und Physik. Ebenso Staatskunde, Landwirtschaft, Zeichnen und Sport. Man spürt, dass der Schulunterricht eingespielt ist und funktioniert. Die Schule beginnt um 9 Uhr und dauert bis 13 Uhr. Die Kinder kommen aus Malekalel und Umgebung und brauchen für den Schulweg bis zu einer Stunde Fußmarsch. Es gibt noch mehr gute Nachrichten. Erfreulich ist, dass an der Schule 8 Lehrerinnen unterrichten. 2009 war es nur eine Lehrerin. Weitere 12 Lehrer ergänzen das 20-köpfige Team. Elias Bak-Bak-Anai ist der Schulleiter seit 2008. I have now seen the school developing in a very wonderful way over that whole period. Normalerweise erhalten die Schülerinnen an der Schule ein Mittagessen, das vom World Food Programm angeliefert und an der Schule gekocht wird.
einmal im Monat kauft an der Tree Schools einen jungen Stier, um den Mädchen ein Mittagessen mit Fleisch zu geben. Unter der Anleitung von Frauen bereitet ein Team von älteren Schülerinnen das Mittagessen vor. Sie zerteilen das frisch geschlachtete Fleisch, kochen es, organisieren das Händewaschen und schöpfen das Essen aus. Schrittweise soll die Berufsbildung aufgebaut werden. Rebecca ist Nählehrerin. Sie unterrichtet den älteren Schülerinnen das Nähhandwerk. In 2 Jahren soll es möglich sein, alle Uniformen für die Schülerinnen in der Schule selber herzustellen. Bis dahin wird man die Uniform noch in Kenia kaufen. So, the vision is to bring them. Die Vision ist es, den Schülerinnen eine gute Schulbildung mit einer hohen Qualität zu geben. Dazu gehört auch das Lernen von Handfertigkeiten wie Schneidern, Nähen und Vorräte zu reparieren. Das ist unsere Vision. Für den Bau von Schaukeln bringt Urs 40 Meter Seil, Ringschrauben und Seilverkürzer aus der Schweiz mit. Mit einem ausgedienten Autoreifen wird direkt hinter der Kirche die erste Pneuschaukel aufgebaut. Die neu installierte Schaukel ist die große Attraktion. Für den Bau der kleinen Doppelschaukel brauchen wir Stahlrohre, welche wir in Awil holen müssen. In einem der typischen Straßengeschäfte können wir diese einkaufen. Die Auswahl ist sehr bescheiden. Die Preise lassen sich mit denen in Europa vergleichen. Die Rohre werden auf dem Schulgelände zugeschnitten, zusammengeschweißt und in die vorbereiteten Löcher mit einer Tiefe von 50 cm einbetoniert. Wedi bringt verschiedene Werkzeuge für den Unterhalt der Gebäude mit. Eine Metallsäge, eine Holzbügelsäge je mit Ersatzblättern und eine Handblechschere für gerade Schnitte. Für Veloreparaturen bringt er eine Kiste mit Werkzeugen mit. Im Jahre 2010 wurde der Esssaal mit dem Küchenteil gebaut. 2011 wird die Solaranlage installiert. Die Leistung der Anlage ist 2 Kilowatt. Damit ist es möglich, sämtliche Gebäude mit Licht und Strom für ungefähr 4 Stunden zu versorgen. Richard Boyer ist der Mann, der neben den allgemeinen Unterhaltsarbeiten an der Schule die Solaranlage betreut. Der Fußballplatz liegt direkt hinter der Schule. Die Sportaktivitäten sind sehr wichtig für die Schule, aber auch für die lokale Bevölkerung. Der Sportlehrer von UTES möchte das Fußballteam, das für an der Tree School spielt, es ist ein Männerteam von Malek, so weit bringen, dass es sich mit anderen Teams von Awil Süd messen kann. Der Bau des Bauernhofes hat kürzlich begonnen. Es wird jedoch erst nach der Regenzeit weitergebaut. Das Baumaterial ist bereits eingekauft und wird in einem momentan unbenutzten Schulzimmer aufbewahrt. Wir besuchen das Gelände, um das zukünftige Ackerland zu sehen. Bevor der Festgottesdienst beginnt, führt uns Josef Ayuk an den Grenzen des Schulgeländes entlang, wo die Gebendinger und Pfarrer Samuel Acker Mabior segnen die Ecksteine mit Rosenöl und Wasser. Sie bitten um Heilung und Wiederherstellung der Menschenherzen und um göttlichen Segen für die einheimische Kirche. Sie segnen den Ackerboden mit Fruchtbarkeit und danken Gott für die Wunder der letzten Jahre. Sie bitten um weitere Wunder für die Schule, Malek Galel und den Südsudan. Es ist eine eindrückliche, farbenfrohe und fröhliche Einweihungsfeier. Die Kirche ist gewiss nicht so groß. Die 300 Stühle sind alle besetzt und die Gänge links und rechts sind ebenfalls mit Leuten gefüllt. Die Gemeinde ist auf 700 Mitglieder angewachsen.
Die Reise geht weiter. Die Bilder, die Sie hier sahen, sind ein herzliches Dankeschön an Sie. Ihre Unterstützung und Ihre Gebete sind ein wichtiges Zeichen der Unterstützung und eine große Ermutigung für die Menschen in Malekalel und des Südsudans.